Lust, nur eure Liebe hin. Manchmal fühle ich mich in diesem Business so wie ein Kind. Ich bin hilflos gefangen im Alltag und draußen warten sie auf mich und ballern mit einer Ballata. Wenn du ein Mörder bist, dann bist du ein berühmter Star. Und richtig gute Künstler hängen an dem Küchengras, runnen um zu leben, müssen alles geben, um ihren Familien was zu essen auf den Tisch zu legen. Alles dreht sich nur noch um Quoten und Trends. Wer der Beste ist, wer wie viel Perlen fickt und um Mercedes-Benz. Keiner will mehr die Wahrheit hören. Alle quatschen nur noch Müll und alle sagen die Burn. Das wird ein kranker Scheiß, doch ich sag danke, nein. Ich will kein Gangster, kein Raver und kein verdammter Punker sein. Ich bin ein Rapper und ich will nicht so sein wie ihr. Und wenn ihr seid wie ich, steht auf und zeigt es mir. Ey, wo sind die Baggies, die Cappies, Hoodies und Beanies? Was ist denn los mit den jungen Muttis und Teenies? Wo ist der Rap, für den ich alles gegeben hab? Wo sind die Rapper mit Ideen hin, die jeder mag? Wo sind die Baggies, die Cappies, Hoodies und Beanies? Was ist denn los mit den jungen Muttis und Teenies? Wo sind die DJs mit den Cuts und den Backspins? Es kann nicht sein, dass plötzlich alle weg sind. Der hier ist für alle, die sagen, Rap ist tot. Der hier ist für die, die sagen, Rap ist fettes Brot. Der hier ist für Leute wie Bushido und Co. Rap ist, wie er ist und nicht nur voller Idiot. Und besagte Leute haben nichts mit Rap zu tun. Rap ist Lifestyle, doch sie missbrauchen Rap zum Ruhm. Und deshalb hat die Rap so einen schlechten Ruf. Man sucht das Staubkorn im Sand, wenn man den echten sucht. Ein echter Flug, doch ich nehm meinen besten Loop. Schreib einen Text auf und Rap ist wieder fresh und cool. Der letzte Hool, Tony M, Grandmaster T. Gute Rapper stehen drauf, schlechte gehen in Therapie. Denn sie werden verrückt, wenn ich spit. Komm aus dem Gleichgewicht, denn irgendeine Scheiße rappen reicht nun mal nicht. Um Respekt zu bekommen, Respekt muss man sich verdienen. Ganz egal, was du machst, Hauptsache du bleibst real. Wo sind die Baggies, die Cappies, Hoodies und Beanies? Was ist denn los mit den jungen Muttis und Teenies? Wo ist der Rap, für den ich alles gegeben hab? Wo sind die Rapper mit Ideen hin, die jeder mag? Wo sind die Baggies, die Cappies, Hoodies und Beanies? Was ist denn los mit den jungen Muttis und Teenies? Wo sind die DJs mit den Cuts und den Backspins? Es kann nicht sein, dass plötzlich alle weg sind. Und ich geb immer noch Respekt an alle Writer. Geht raus und mal, macht einfach so weiter. Ihr seid für mich das Zeichen, Rap ist noch am Leben. Nicht so wie diese Leichen, die nicht denken, aber reden in den Medien. Ihr habt die Szene versaut, aber trotzdem bleib ich cool und reg mich nicht auf. Denn ich weiß, alle Rapper wie ich stehen wieder auf. Gehen ans Mic, machen Party, entertain the crowd. Einfach mit Skills, Ghost Rhymes, Beats, Vibes und Styles. Einfach so wie Rap ist mit jeder Einzelheit. Mach's wie ich, geh raus und rippe Mic für Mic. Bleib ehrlich und auch du bist bald ein Meister sein. Denn viele Rapper stehen am Mic und rappen, was sie gerne wären. Aber sie geben sich nur so, man hat sich alle weicher Kern. Ihr seid Faker und Kommerzer, weil ihr sein wollt wie die Masse. Aber ich schick euch mit solchen Texten wieder in die erste Klasse. Wo sind die Baggies, die Cappies, Hoodies und Beanies? Was ist denn los mit den jungen Muttis und Teenies? Wo ist der Rap, für den ich alles gegeben hab? Wo sind die Rapper mit Ideen hin, die jeder mag? Wo sind die Baggies, die Cappies, Hoodies und Beanies? Was ist denn los mit den jungen Muttis und Teenies? Wo sind die DJs mit den Cuts und den Backspins? Es kann nicht sein, dass plötzlich alle weg sind.